Wir haben noch zwei Tokens zu holen. Das wären das Import-Token und das United Federation, Federation-Ding. Ach, guck mal, wie es dann andere Wege gibt hier. Das ist ja interessant. Okay. So, bei dem letzten, bei der United Federation, das weiß ich, dass ich hier das Ding mit dieser Shay verkackt habe oder so. Das machen wir gleich nochmal. Jetzt ist für mich nochmal wichtig, zu Tag 4 zu gehen. Denn da gibt's auch irgendwas Interessantes aus Import. So viel weiß ich, was genau werden wir aber gleich sehen. Das ist nämlich alles, was ich weiß. So, ich müsste mich hier eigentlich auskennen, von dem her, starten wir einfach mal den Tag. Damals gab es ja gefühlt noch nichts zu beachten, ey. So. Sie will rein, sie will nur zu Besuch. Besuch für 2 Monate. Ja, das ist soweit korrekt. Einreise ist in Ordnung. Abgelaufen ist der Ausweis auch nicht. Sie sieht ungefähr so genauso aus wie auf dem Ding. Die Josephine Van. 2 Monate. Ach, guck mal, ich habe hier dieses Schnellding noch gar nicht. Oh. Ja, das ist natürlich doof. Dann muss ich das noch etwas genauer machen. Blöd gelaufen. So. Nächste. Ah, ich muss auf alles, was mit Import zu tun hat, genau achten. Irgendwas mit Import muss man hier machen. Ich weiß nur, dass man hier irgendwas mit Import macht an Tag 4. So, sie kommt aus Astotzka. Auf Gewicht und so einer Kacke musste ich ja damals noch nicht mal achten. Ne? Nur auf was musste man damals hier noch so groß achten? Gefühlt musste man auf gar nichts achten. Aber nur gefühlt, was ist ein Orwetsch? Warte mal. Gehört Orwetsch zu Astotzka? Ja, stimmt. Ostchristin war es noch. So, dann wäre das einmal hier erledigt. Was? Grüße? Grüße ist nie falsch in dem Spiel. Was zum Fick? Zu Besuch. Einreisebeleg für Astotzka. Der ist gültig an dem Tag. Vereinigte Föderation. Da warum war nix? Was zum Fick? Eine Grüße ist gefühlt nie verkehrt. Aber sie braucht doch dann trotzdem was, selbst wenn sie den Einreisebeleg hat, oder nicht? War das nicht damals was? Ach man, ich habe dieses Diskrepanzgedöns noch. Also was ist denn hier mit dem Ausweis? Was, das war alles? Man brauchte sie keinen Ausweis? Inländer benötigen einen Ausweis. Ja, aber was ist denn mit dem Ausweis? Ach, komm, verpiss dich. Huch. Genehmigung fehlt. Hä? Aber da war doch irgendwas. Ich bin auf der Durchreise in ein anderes Land, an Tegrin, 2 Tage. Das ist der Miles Gresham. Oh ne, Graham. Der Gresham. Die Ausweisnummer stimmt soweit überein. Transit 2 Tage war korrekt. Ich kann mir meine Finger auch sparen, da es diese Schnellgedöns ja gar nicht gibt. So, das kann ja nicht alles falsch sein, muss aber was richtig sein hier. Was ist denn da los? So, nächster. So, einmal die Papiere bitte. Sie kommt aus Import, was? Ich bin ja so froh, dass die Grenze. Ich möchte meinen Sohn besuchen. Seit 6 Jahren habe ich ihn nicht mehr gesehen. 6 Monate. Sie hat aber keinen Einreisebeleg, ne? Sie hatte keinen Einreisebeleg. Sie haben mir abgewiesen damals und die aus Import lassen wir jetzt einfach rein, weil ich weiß, dass ich irgendwas hier mit Import machen muss. Nicht? Mist. Hätte ja sein können. Verdammt. Dann hat es mit ihr nichts zu tun. So, dann von dir die Papiere bitte. Gut, ja, du kommst mit nur mit dem Ausweis. Was ist denn das für eine Kacke hier? Ach, dieses Schnellsystem fehlt mir tatsächlich gerade ein bisschen, muss ich zugeben. Hauptsache, er hat einen Pass doch dabei, ey. Was ein Arsch. Der Nico Palmucci aus Ostchristin.
Das stimmt soweit. Da muss ich Gewicht und Größe ja doch auch tatsächlich hier beachten schon. Aber bei dem ist alles in Ordnung. Fuck. Der Zotus sagt da was Richtiges. Der Zotus sagt da was Richtiges. Der Zotus, glaube ich, war, hat das richtig gesagt. Dem gehe ich mal nach, Zotus. Da hast du nicht ganz unrecht. Ich glaube, ich hätte sie erst auf ihren Fehler aufmerksam machen müssen. Weil so dachte sie sich, jo, läuft. Ich komme eh durch. Das kann sein. Good point, Zotus. Good point. Dem gehe ich gleich mal hinterher. So, bei dem Kollegen, der hat hier Arbeit. Damals gab es noch nicht so dieses super Gedöns mit der Arbeit, ne? Also von dem her kann ich ihn da hier einfach durchlassen, denke ich mal. Den Adams Victora. So wie ich das sehe, gibt es hier keinen Fehler. Gut. Ja, nicht blöd, nicht blöd. So, machen wir hier mal weiter. Der nächste bitte. So, das ist der Alexander Bolotow. Bolotow! Die Nummer stimmt, ich bleibe hier einige Wochen. Naja, einige Wochen und 14 Tage. Wir wissen ja, das Spiel sieht das so ein bisschen anders. Was ich nicht anders sehe, ist ein abgelaufener Pass. So, was ist mit deinem abgelaufenen Pass hier los? Mir fehlen die Worte. Jo, mir auch. Bye. Aber wenn es am Ende nicht stimmt, so, das ist auch egal, aber ich halte es für nicht unwahrscheinlich. Ich halte es für nicht unwahrscheinlich. So, dann bitte von dir die Papiere. So, Einreisebeleg nur zu Besuch. So, aber warte mal. Er hat jetzt nur den Beleg, aber er braucht eine Einreise. Ne, der Einreisebeleg ist das ja schon, oder nicht? Ist eine Genehmigung. Nein, es ist nicht. Der Beleg fehlt. Genehmigung. Nee, Genehmigung fehlt. Das ist nicht Beleg. So, er hat eine Genehmigung. Lassen Sie mich durch. Nein. Du hast ja eben nicht das, was wir brauchen. Da kommt man natürlich durcheinander, wenn man dann irgendwann schon auf Tag 30 gespielt und plötzlich in Tag 4 ist oder so. Keine Ahnung. Das ist natürlich Quatsch. Da kann man schon mal durcheinander kommen. So, Hauptsache es gibt nur zwei Sachen, das ist so wahnsinnig angenehm. So, ein Monat Besuch ist korrekt. Hallo. Das ist die Luca Hibarkurto. Ja, ich sehe das im Augenwinkel hier. Bei der Dame ist aber, bis auf das Foto, theoretisch alles in Ordnung. Die soll mal reinkommen jetzt. Ich habe keine Zeit hier. Was ist denn das hier? Ach, fuck. Ungültiger Name. I don't give a fuck. So. Die Dame hier. So. Guck mal, es sind aber immer andere Typen. So, jetzt mache ich sie aber darauf aufmerksam. Sie braucht nämlich. Sie hat eine Einreisegenehmigung. Sie hat einen Pass. Aber was ist denn eigentlich hier falsch? Stimmt schon. Pass mal auf. Als ich sie gerade eben durchgelassen habe, kam doch auch überhaupt gar kein Fehler, oder nicht? Ich sehe hier keinen Fehler. Außer dass die Einreise nicht mehr genehmigt werden kann wegen. Aha. Wir haben hier eine Diskrepanz, gute Dame. Bitte lassen Sie mich durch, mein Sohn wartet doch auf mich. Ach so. Ja, aber als Sie gerade durchgelaufen lassen haben, war da nicht alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Nee, warte mal. Ja doch, ich lasse sie jetzt durch. Sie weiß, dass sie einen Fehler gemacht hat, aber ich lasse sie trotzdem durch. Danke. Nice! Oh, Baby! There we go!
Hallo, Achievement Baby. Das ist das Import-Token. So muss es also sein. Ich habe auch einen Fehlerbericht. Na gut, dann habe ich das gerade irgendwie tatsächlich ein bisschen verquer gedacht oder so. Aber jetzt habe ich das, was ich wollte. Na also, guck mal, wie schnell man und wie einfach mal an einen Token kommen kann. Dicke! Jawollek! Nice! Oh, hübsche Sache, hallo! Damit fehlt uns tatsächlich nur noch ein Token. Gut aufgepasst, Sotos. Sehr gut aufgepasst. Klasse Sache. Das nenne ich Community Teamwork.